Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Handlung wird präsentiert von Opera Inside, dem Online-Opernführer. Die Personen: Don Giovanni, junger und zügelloser Edelmann. Leporello, Diener des Don Giovanni. Comtur, Mitglied eines Ritterordens. Donna Anna, Tochter des Comtos. Don Ottavio, Verlobter der Donna Anna. Donna Elvira, Edeldame aus Burgos. Zerlina, Bäuerin. Masetto, Bräutigam Zerlinas. Um Mitternacht vor dem Haus des Comtos. Leporello wartet auf Don Giovanni. Sein Herr ist wieder einmal im Schlafzimmer einer Frau und Leporello muss Schmiere stehen. Plötzlich erscheint Don Giovanni. Er ist in Eile. Donna Anna ruft ihm nach, sie will seinen Namen wissen. Der Lärm weckt den Comtur, den Vater der Donna Anna. Dieser erkennt die Situation und geht mit dem Degen auf den Verführer los. Im Zweikampf ersticht Don Giovanni den Comtur. Donna Annas Verlobter Don Ottavio erscheint. Entsetzt findet er den Comtur tot auf dem Boden. Donna Anna will, dass er ihren Vater rächt, Don Ottavio verspricht es ihr. Leporello und Don Giovanni sind in Sevilla unterwegs. Leporello wirft Don Giovanni vor, das Leben eines Schurken zu führen. Don Giovanni winkt ab, denn die nächste Eroberung steht an. Sein untrüglicher Sinn sagt ihm, dass eine Frau in der Nähe ist. Tatsächlich taucht Donna Elvira auf. Sie ist eine Frau aus Burgos, die von Don Giovanni verführt und verlassen worden ist und ihn sucht. Don Giovanni hat sie nicht erkannt und spricht die Schöne an. Sie aber erkennt ihn. Nach der obligaten Eifersuchtsszene verlässt Don Giovanni die Unglückliche. Leporello rät ihr, Don Giovanni zu vergessen, denn sie sei weder seine erste noch werde sie seine letzte Eroberung sein. Genüsslich rechnet er ihr vor, dass er bereits über 2000 Geliebte gehabt habe und erklärt ihr detailliert Don Giovannis Eroberungsstrategie. Donna Elvira erkennt die Ausweglosigkeit und schwört Rache. Tage später, in einem Dorf Andalusiens in der Nähe des Schlosses von Don Giovanni. Don Giovanni ist an der nächsten Eroberung. Er trifft auf eine Hochzeitsgesellschaft und sieht eine hübsche Braut. Er spricht das Paar an. Schnell entwirft er eine List. Er beauftragt Leporello, die Gesellschaft auf seinem Schloss Nobel zu bewirten, währenddessen er in Ruhe die Braut Zerlina verführen kann. Ihr zukünftiger Gatte Masetto riecht den Braten. Doch Zerlina versichert ihm, er brauche keine Angst zu haben. Masetto ist aufgebracht, aber fügt sich ins Schicksal und geht mit Leporello und der Hochzeitsgesellschaft ins Schloss Don Giovannis. Zerlina und Don Giovanni sind alleine. Don Giovanni erklärt Zerlina, dass es zu schade wäre, wenn sie sich einem Bauerntölpel hingeben würde und verspricht ihr die Heirat und ein gemeinsames Leben auf seinem Schloss. Zerlina vermutet zwar eine List, lässt sich aber schlussendlich doch darauf ein, und sie wollen zum Schloss gehen. Donna Elvira hat die Szene beobachtet und tritt hervor. Sie warnt Zerlina vor Don Giovanni. Dieser behauptet, dass die Dame nur eine eifersüchtige Frau sei. Elvira fleht Zerlina an zu fliehen. Sie nimmt Zerlina am Arm und sie gehen ab. Da erscheinen Donna Anna und Don Ottavio. Die beiden sind auf der Suche nach dem unbekannten Mörder und sprechen ausgerechnet Don Giovanni um Hilfe an. Wieder geht Donna Elvira dazwischen und klärt die beiden über die Machenschaften des Don Giovanni auf. Als Donna Anna und Don Ottavio alleine sind, erzählt Anna ihm von der Nacht, wo sie dachte, dass er es sei, der sie im Schlafzimmer besuche. Ihnen dämmert, dass Don Giovanni der Mörder des Comtours ist. Donna Anna verlangt noch einmal, dass Don Ottavio Rache verübt. Im Schloss von Don Giovanni. Don Giovanni ist zum Schloss zurückgekehrt. Leporello informiert ihn, dass Elvira die ganze Hochzeitsgesellschaft über Don Giovanni aufgeklärt habe. Leporello ist es anschließend gelungen, Elvira aus dem Schloss zu komplimentieren. Don Giovanni lobt ihn und freut sich auf die abendlichen Eroberungen. Leporello hat die Gesellschaft mittlerweile in den Ballsaal geführt. Don Giovanni ist alleine mit Zerlina im Garten. Masetto hat sich versteckt und beobachtet, wie Don Giovanni Zerlina küssen will. Er kommt aus dem Versteck. Schlagfertig behauptet Giovanni, er wollte sie nur zu ihrem Gatten führen.
Don Ottavio, Anna und Elvira sind mittlerweile maskiert im Schloss erschienen. Leporello, der sie nicht erkennt, lädt sie in den Tanzsaal ein. Das Fest beginnt mit einem Tanz. Leporello gelingt es, Masetto abzulenken, und Don Giovanni entführt Zerlina ins Schlafzimmer. Plötzlich gellen Angstschreie Zerlinas aus einem Schlafzimmer. Don Ottavio und Masetto eilen zur Hilfe. Don Giovanni kommt heraus und hat Leporello am Wickel. Er bezichtigt ihn der Zudringlichkeit an Zerlina. Niemand glaubt Don Giovanni, und die Gäste verlassen empört das Schloss. Am nächsten Tag. Leporello und Don Giovanni sind vor einem Wirtshaus. Leporello will Don Giovanni endgültig verlassen, ihm wird die Sache zu heiß. Don Giovanni schafft es, Leporello mit ein paar Dublonen zu besänftigen. Giovannis Credo heißt, wer nur einer einzigen treu ist, ist grausam zu den anderen. Es ist bereits Abend und seine nächste geplante Eroberung ist Donna Elviras Zofe. Zuerst muss Donna Elvira aus dem Hause gelockt werden. Als diese auf dem Balkon erscheint, zieht Leporello Don Giovannis Kleider an und mimt den reumütigen Don Giovanni. Leporello bewegt seine Lippen zum Gesang des versteckten Don Giovanni. Der Plan klappt, und Donna Elvira kommt herunter zu Leporello alias Don Giovanni. Don Giovanni hat sich versteckt und erschreckt die beiden als Straßenräuber verkleidet. Leporello flieht mit Donna Elvira. Der Weg ist frei und Don Giovanni gibt der Zofe ein Ständchen. Doch er wird unterbrochen von Masetto, der mit bewaffneten Bauern die Straßen nach Don Giovanni absucht. Don Giovanni, der in den Kleidern seines Dieners steckt, gibt sich als Leporello aus. Er schickt die bewaffneten Bauern auf die Spur Leporellos und Don Elviras und behält Masetto bei sich, den er anschließend kräftig verprügelt. Dieser wird von Zerlina aufgefunden, die ihn liebevoll verarztet. Leporello und Donna Elvira sind in einem Innenhof angelangt. Da erscheinen Don Ottavio und Donna Anna. Wenig später auch noch Masetto und Zerlina. Don Ottavio und Masetto wollen den vermeintlichen Don Giovanni töten. Doch zu ihrem Erstaunen verteidigt Donna Elvira ihn. Um seine Haut zu retten, gibt sich Leporello zu erkennen, und die verwirrten Rächer lassen ihn laufen. Don Ottavio glaubt nun genug Beweise zu haben, um zur Rache zu schreiten. Beim Friedhof. Als Leporello und sein Herr sich wieder treffen, hören sie plötzlich die Stimme des toten Komtours. Don Giovanni vermutet, dass jemand ihnen einen Streich spielen will. Da sehen sie die Statue des Komtours. Leporello liest die Inschrift. Hier warte ich auf die Rache an dem Ruchlosen, der mich erschlug. Leporello packt die Angst und Don Giovanni lädt die Statue zum Spaß zum Essen ein. Die Statue nickt. Da fühlt sich auch Don Giovanni plötzlich unsicher. Am nächsten Tag im Schloss von Don Giovanni. Don Giovanni sitzt am Tisch und isst mit barbarischem Appetit. Donna Elvira erscheint. Ein letztes Mal versucht sie Don Giovanni dazu zu bewegen, sein Leben zu verändern. Dieser weist sie höhnisch ab. Als Donna Elvira das Schloss verlässt, hört man sie schreien. Es klopft an die Tür. Leporello hat Angst, denn der steinerne Komtur steht im Haus. Er ist gekommen, um mit Don Giovanni zu speisen. Don Giovanni lässt ein Gedeck auftragen. Doch der Komtur will, dass er mit ihm mitkommt. Don Giovanni will kein Feigling sein und willigt ein. Der Komtur verlangt seine Hand und als Don Giovanni sie austrägt, packt der Komtur sie mit eisiger Gewalt. Er verlangt von ihm zu bereuen, doch Don Giovanni nennt ihn nur einen albernen Alten. Der Boden bricht auf und Furien reißen den sterbenden Don Giovanni in die Hölle. Und nun kommen alle ins Schloss und Leporello erzählt, was vorgefallen ist. Alle freuen sich über die Rache des steinernen Gastes. Alle schmieden neue Pläne. Leporello will sich nach einem neuen Herrn umsehen, Donna Anna und Don Ottavio wollen heiraten und Donna Elvira will ins Kloster. Alle verkünden die Moral der Geschichte. Das ist das Ende dessen, der Böses tut.